Heute ist richtig kalt. Richtig kalt. Und ich hatte null Bock rauszukommen. Wirklich. Und alles tat mir weh. Tut mir immer noch weh. Und ich frage mich, warum mache ich das Ganze? Macht das überhaupt Sinn? Nee, es macht keinen Sinn. Bei mir war diese Woche so viel los. Ich kann lauter skypen. Melanie hat sich verletzt. Julian hat sich verletzt. Mein Führerschein ist wieder da, Gott sei Dank, und ich kann wieder fahren. Mara hat ihre Abiturprüfungen erfolgreich gemacht. Unsere Reise nach Australien ist gecancelt worden. Wir haben das Geld zurückbekommen. Klasse. Wir haben neue Bäumchen bekommen für unseren Garten und haben es eingepflanzt. Ich habe die ganze eBay-Sachen weggeschickt. Und ich bin wie ein Berserker gelaufen. In den letzten 15 Tagen bin ich 144 Kilometer gelaufen. Das ist richtig viel. Und ich hatte nur einen einzigen Ruhetag. Das sind ungefähr 10,23 Kilometer pro Tag. Das ist schon ein bisschen irre. Eigentlich muss man sich fragen, warum mache ich das Ganze? Ich habe darüber nachgedacht und hier kommen ein paar Antworten. Vielleicht ist es hormonell bedingt. Testosteron? Vielleicht will ich dadurch die Männlichkeit beweisen. Oder ist es vielleicht so, weil ich keinen Führerschein habe? Vielleicht kann ich gar nicht anders. Vielleicht bin ich einfach so. Ich kann mich genau erinnern, als ich nach Deutschland kam, meine erste Arbeitsstelle war bei einem Maler und Anstreicher. Wir haben damals eine Schule gemacht. Das war mein allererster Job in Deutschland. Und ich wollte natürlich zeigen, wie gut ich bin. Also habe ich richtig losgelegt, habe ich richtig, richtig tolle, ganz viel gemacht. Dann kamen die Gesellen zu mir und sagten, Mensch, bist du bescheuert? Mach nicht so viel. Wenn du so viel machst, müssen wir alle so viel machen. Also vielleicht habe ich einfach diese Mentalität, weniger, weniger, gar nicht. Also vielleicht bin ich einfach so, dass ich immer viel und mehr und bis zum Schluss und bis zum Ende Maximum 130% geben muss. Vielleicht bin ich so. Oder weil ich einfach sadistisch veranlagt bin. Vielleicht laufe ich, weil ich mir einfach etwas beweisen will, dass ich es zum Beispiel kann. Oder will ich einfach meine Grenzen testen und sehen, wie viel kann ich eigentlich. Oder weil ich abnehmen will. Vielleicht genieße ich einfach die Natur. Vielleicht will ich beweisen, dass ich eigentlich gesund bin. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, vor einigen Jahren sollte ich Paris-Marathon laufen. Und dort ist die Bedingung zu laufen, eine ärztliche Untersuchung zu machen. Und die habe ich auch gemacht, weil ich dachte, ey, ich bin total gesund, ich laufe. Ich war damals auch super im Training und ich dachte, es ist kein Problem, so eine Bescheinigung zu bekommen. Pustekuchen. Der Arzt hat festgestellt, ein Problem mit dem Herzen. Natürlich war mein Lauf damals, also Paris-Marathon, vorbei. Ich habe natürlich keine Bescheinigung bekommen, laufen zu können und musste weitere Untersuchungen machen. Die Welt war für mich in dem Moment richtig zerstört. Die war nur regiert von Angst und Ungewissheit, was kommt. Ja, war keine schöne Sache. Vielleicht laufe ich deshalb, um jetzt ständig zu beweisen, dass ich doch nicht krank bin und dass ich doch noch kann und nicht sterben werde. Oder weil ich eben Angst vor dem Tod habe. Vielleicht will ich beweisen, dass ich Etappenläufe laufen kann, weil einer von diesen To-Dos auf meiner Liste ist so ein Lauf. Das habe ich jetzt zum ersten Mal verraten. Vielleicht ist es einfach ein Ausgleich. Ich bin selbstständig und arbeite unheimlich viel. Manchmal 15 Stunden am Tag. Dann braucht man natürlich einen körperlichen Ausgleich. Vielleicht laufe ich deshalb. Weil ich schön aussehen will. Zum Schluss kann ich nur eins sagen. Ich glaube, alle diese Antworten sind ein bisschen richtig.